Die E-Mini Futures und der S&P 500 Index unterscheiden sich ganz leicht. Wenn man die Optionen darauf handelt, entweder auf das eine oder auf das andere oder den Future selber, dann ist es gut, wenn man sich hier auskennt. Liebe Zuschauer, sehr populäre Option Chains sind die S&P 500 Index Optionen, mit denen machen wir sehr viel, von Airbag bis zu allen möglichen Stillwerbestrategien. Hedges, was immer das Herz begehrt, sehr liquide, das ist weltweit sehr populär. Genauso populär sind die E-Mini-Futures und Futures Options, Kürzel ES. Und die sind natürlich ähnlich, denn alle beziehen sich auf den S&P 500, aber es gibt ein paar kleine Unterschiede. Worin bestehen denn diese Unterschiede? Antwort: Dadurch, dass wir ein Zins- und Dividendenumfeld haben und die Berechtigungen, zum Beispiel Dividenden zu kassieren oder auch die Zinsopportunitätskosten unterschiedlich sind, müssen sie am Markt ein ganz bisschen verschieden gepreist sein. Da gibt es eine gewisse Drift. Im Laufe von Wochen und Monaten gibt es leicht unterschiedliches Verhalten, aber sie verhalten sich natürlich generell parallel. Ich zeige jetzt mal einen Screenshot von heute früh. Wir sind im Moment Pre-Market und sage auch noch ganz speziell was zum Pre-Market-Handel. So, liebe Zuschauer, das ist ein Screenshot von heute Morgen. Und da sehen wir Folgendes. Wir sehen den S&P 500, das ist die blaue Linie, und wir sehen die E-Mini Futures auf den S&P 500, Kürzel ES. Das ist die rote Linie. Und wenn man genau schaut, dann sieht man, dass sie links etwas weiter auseinander liegen und rechts immer weiter zusammenlaufen, kontinuierlich immer mehr zusammenlaufen. Wie weit laufen sie denn zusammen? Antwort: Sie werden sich treffen, nämlich genau dann, wenn der Future verfällt. Und wieder einmal, wie alle 3 Monate, sind wir kurz vor dem großen Hexensabbat, in dem Fall der 20. September 2024. Das ist der nächste große Verfallstag. Und an diesem großen Verfallstag verfallen eben auch diese E-Mini S&P 500 Futures, Kürzel ES. Und dann müssen die Kurse aufeinander liegen. Und dann ist auch Folgendes gegeben: Es gibt keine Zinseinflüsse mehr, weil es einfach schlichtweg keine Zeit gibt, in der Kapital gehalten oder ausgegeben wird. Und es gibt keine Dividendenberechtigung mehr. Genauer ist es so, wenn man den Aktienkorb, den der S&P 500 darstellt, wenn man den besitzt, wenn man die Aktien besitzt, dann ist man dividendenberechtigt und Größenordnung, das ist jetzt mal ganz grob, ist die Dividendenrendite für den S&P 500 für das ganze Jahr circa 1,5 bis 2%. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe es nicht nachgeschaut. Es kommt auch nicht genau auf die Zahl an. Ändert sich natürlich auch mit dem Kurs des Index und mit den Dividendenzahlungen, die ja typischerweise vierteljährlich für immerhin 500 Aktien, so welche Dividenden ausgeschüttet werden, stattfinden. Das heißt, wer die Aktien hat, sprich, wenn man den S&P 500 Index getreu abbildet, ist man dividendenberechtigt und dann muss das. Dann hat es einen gewissen Wert oder anders ausgedrückt, der Future, der E-Mini Future ist nicht dividendenberechtigt. Dementsprechend ist er aus dieser Hinsicht weniger wert und die nicht gezahlten Dividenden, soweit sie feststehen, werden abgepreist und deswegen wäre der E-Mini Future günstiger. Das ist Einfluss Nummer 1. Und jetzt kommt der Einfluss Nummer 2, der ist in dem Fall höher zu gewichten, weil der Markt, weil er mehr wert ist am Markt und das ist das Zinsumfeld. Wenn ich tatsächlich die Aktien kaufen würde, die im S&P 500 drinstecken, dann habe ich einen entsprechenden Kapitalbedarf natürlich. Wenn ich nur den Future kaufe, dann habe ich diesen Kapitalbedarf nicht und mein Kapital wäre verfügbar und ich könnte es beispielsweise zum Zinsgewinn anlegen. Das ist ein geldwerter Vorteil, eine Zinsopportunität und aus diesem Grunde wird der Future entsprechend höher gepreist. Umso viel wie der risikolose Zins angesehen wird, im jeweiligen Zeitfenster, also wenn man zum Beispiel jetzt 3 Monate betrachtet zwischen Ende Juni und Ende September, dann würde man die 3-monatigen Zinsen zu Rate ziehen. Und deswegen ist der Future höher gepreist als der Index. In der Realität ist es so, dass im Moment, ich muss sagen, im Moment ist das Zinsumfeld höher gewichtig als das Dividendenumfeld, weil wir ja noch vergleichsweise hohe Zinsen haben. Und das kann sich natürlich ändern, so wie die kurzfristigen Zinsen fallen, kann sich das ändern. Aber im Moment ist es so, dass der E-Mini Future teurer ist, wenn er noch eine Restlaufzeit hat, als der S&P 500 Index. Und das sieht man auch hier, dass die rote Linie
oberhalb der blauen Linie ist, und zwar je länger die Zeit, ob es Verfall ist, desto mehr ist dieser Abstand. Wir sind jetzt kurz vor Verfall, wir sind genau eine Woche vor Verfall. Wir haben heute den 13. September. Das heißt, die sind schon relativ nah zusammen und heute in einer Woche fallen sie dann tatsächlich zusammen. Und natürlich gibt es dann diesen Future danach nicht mehr. Und es gibt dann den Nachfolge-Future, Nachfolge-Mini-Future, der eine Laufzeit bis zum 20. Dezember diesen Jahres dann hat. Und dann geht das ganze Spiel von neun los. Und dieser Future wird entsprechend teuer sein. Warum ist es wichtig, das zu wissen? Man könnte doch einfach auf die Kurse schauen. Na, die Antwort ist, wir sind jetzt Pre-Market. Und wenn man mal schaut, dann stellt man fest, dass Pre-Market keine Kurse gelistet sind. Schau es mal hier, der S&P 500 ist noch ausgegraut. Logisch, das ist der Stand von gestern. Und die E-Minis sind zum Beispiel um 10,5 Punkte gestiegen, weil der Markt hellgrün ist heute, Pre-Market. Deswegen kann ich jetzt, muss ich jetzt hier aufpassen, wie ich das entsprechend vergleiche. Und wenn ich aber diese Drift kenne, dann kann ich damit trotzdem entsprechend umgehen. Wenn ich zum Beispiel im S&P 500 tatsächlich Optionen handle, dann sollte ich natürlich wissen, wo der Basiswert liegen würde. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch CFD-Produkte, die muss man ja nicht handeln. Wir sagen bei Optionsuniversum bei CFDs nur gucken, nicht anfassen. Das ist eine Möglichkeit, aber man hat vor allem natürlich auch die E-Minis und man muss aber dann wissen, wie ist das Verhältnis im Moment? Wie ist denn die Drift gerade? Wie groß ist der Abstand? Das kann man nur feststellen, wenn der Markt tatsächlich offen hat und sich beide Produkte bewegen. Beide Anzeigen wegen. Da habe ich jetzt mal einen Screenshot gemacht. Der ist jetzt schon ein bisschen älter, also ungefähr 1,5 Tage alt. Das heißt, die Zahlen sind nicht mal ganz die gleichen. Aber man sieht den genauen Abstand vor 2 Tagen zwischen ES und SPX. Das schauen wir uns jetzt auch noch geschwind an. Nur das kleine bisschen, was man hier sieht, das ist der Stand, wie gesagt, ungefähr 2 Tage alt. Da sehen wir, dass der Abstand hier zu diesem Zeitpunkt ungefähr 6,5 Punkte ist, ja, mit abnehmender Tendenz, 6,5 Punkte. Das heißt, ich kann mir sozusagen ausrechnen, wenn die E-Minis jetzt und ich soll noch dazu sagen, die E-Minis sind teurer. Schaut es mal noch genau hin, haben wir vorhin geklärt. Das Zinsumfeld hat sozusagen ein höheres Gewicht als das Dividendenumfeld im Moment. Dementsprechend sind diese Futures etwas teurer als der Index, solange sie noch Restlaufzeit haben. In diesem Falle hier in dem Bild sind es 6,5 Dollar mehr, wenn also die E-Minis bei einem bestimmten Indexstand sind und der S&P 500, der noch nicht gepreist wird, schauen wir jetzt nochmal hier, ausgegraut von gestern. Ich kann jetzt sozusagen davon ausgehen, dass der faire Stand des S&P 500, wenn er schon notiert würde, diese 5613,35 minus 6,5 Dollar wären. Das könnte ich jetzt dann ausrechnen, da kommt irgendeine Zahl raus, zum Beispiel 5606,60 oder irgendwas in die Richtung. Ich habe es einfach im Kopf was überschlagen. Es kommt auch nicht genau darauf an, dass ich das jetzt genau im Kopf richtig mache. Sie machen es, wenn Sie Optionen handeln, am besten machen Sie es genau, holen sich einen Rechner und rechnen es aus, wobei vielleicht die letzte Nachkommastelle gar nicht so wichtig ist. Und dann wissen Sie genau, wo sind wir denn am Geld mit den S&P 500 Optionen. Ja, liebe Zuschauer, das war wieder mal ein kleines Beispiel aus der Werkstatt der Optionen von Optionsuniversum. Diese kleinen Praxistipps, es ist gut, wenn man sich einfach bewegen kann im Markt, wenn man sich einfach auskennt in den kleinen Details, die kleinen Stellschrauben drehen kann, dann kann man entsprechend vernünftig arbeiten. Wir wissen ja, dass zum Beispiel Zero DTI, also taggleich verfallene Optionen in S&P 500, sehr populär sind. Selbstverständlich kann man die schon vormittags aufmachen, wenn der Hauptmarkt noch gar nicht offen ist, weil SPX-Optionen handeln ja schon. Wir fangen tief in der Nacht an und sind schon längst am Handeln und man sollte allerdings wissen, wo der Indexstand dann tatsächlich ist. Das macht sich doch sehr gut. Der faire Indexstand, die offizielle Notierung wird es natürlich erst um 15:30 Uhr geben für den SPX S&P 500 Index. Aber in diesem Sinne kann dieses kleine Video auch wieder einen nützlichen Tipp gegeben haben. Ich hoffe, das ist der Fall. Ich hoffe, Sie finden unseren Content interessant. Bitte vergessen Sie nicht, uns ein Like und ein Abo dazulassen. Das hilft, unseren Content weiter zu verbreiten. Und nochmal die Erinnerung, wir haben jetzt noch 2 Events, die bald anstehen, nämlich Ende September unser 4-tägiges Intensivseminar in Erfurt und dann unsere 6-monatige Schulung im Webinarformat. 50 Sitzungen, 2 pro Woche, 6 Monate lang.
Wer da noch teilnehmen will, es ist der richtige Zeitpunkt. Es geht bald los bei beiden. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten. Euer Olaf Lieser.